Dieser Becher bist du. Der Inhalt stellt dein ganzes Wissen dar. Dieser Becher enthält, was ich zu bieten habe. Der Becher mit meinem Wissen enthält mehr als deiner Aufmerksamkeit. Nein, Niedergier. Und jetzt? Der Becher ist jetzt rein, verstehst du das? Ja. Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Barkon und Ausgangspunkt für dieses heutige Video, den Becher leeren, war ein Artikel, den ich in der FAZ gelesen habe, und zwar zum Thema: Die Reichen gehen besser mit ihrem Geld um als Arme. Dort hat die Harvard-Universität eine Studie gemacht zu indischen Aktiendepots. Und da haben sie verglichen, wie eigentlich reiche Leute in Indien ihr Geld diversifizieren über Aktien und wie das Ganze Leute machen, die eben nicht so viel Vermögen haben. Und es kam dabei heraus, dass über einen längeren Zeitraum gerechnet die größeren Depots von wirklich reichen Leuten viel mehr Rendite erzielen als die von den kleineren Depots und den ärmeren Leuten, relativ gesehen. Und ja, die simple, einfache Begründung dafür liegt darin, dass die reichen Leute viel besser diversifiziert waren. Und zu der Studie selbst will ich jetzt gar nicht mehr so viel sagen, weil, wenn man interessiert ist, kann man sich die selber für $5 ungefähr runterladen und dann kann man sie auch durchlesen. Aber was ich immer so interessant finde und was ich mit Becherlehren meine, wie es im Intro heißt, ist immer, wenn man über einen Artikel in irgendeinen Finanzartikel stößt, der auf Spiegel oder FAZ oder irgendwo im normalen Internet jetzt nicht in einer Aktiengruppe auftaucht und sich dann die Kommentare durchliest. Das habe ich mal gemacht, ja, bei Facebook. Da stehen dann so eine Sachen wie lächerlich. Ja, reich müsste man sein, wenn man jetzt nicht nur irgendwie Pfandflaschen sammelt, ja. Oder das ist euer Niveau nicht wert, FAZ und so. Man hat wirklich, abgesehen von den Leuten, die dann aus unserer Aktiengruppe und so weiter dahin kommen, hat man nur Negativkommentare, wenn es um Finanzen und so weiter geht. Und jetzt ist die spannende Sache, warum ist das eigentlich so? Warum ist das eigentlich so? Weil rein rational betrachtet ist es doch eigentlich total einfach. Da ist der Mensch und der ist am Anfang, wenn er irgendetwas unternehmen will, eigentlich immer in einem Zustand der Unwissenheit. Jeder von uns hat irgendwann mal mit dem Finanzthema angefangen und wussten wir da was zu? Nein, wir waren unwissend. Und die rationale Hervorgehensweise bei irgendetwas, was ich nicht weiß, ist, dass ich Informationen sammle und aufnehme, um dann von diesem Stadium der Unwissenheit mit den Informationen zu einem Stadium zu kommen, wo ich vielleicht nicht allwissend bin, das sowieso nie, aber wo ich jedenfalls mehr weiß als vorher, dahingehend, dass ich mit diesen Informationen und dem dann erworbenen Wissen auch handeln kann. In diesem Fall in ETFs, in Aktien anlegen, um Vermögen aufzubauen, vielleicht sogar finanziell frei zu werden oder eben es den Reichen nachzumachen. Also ganz simpel zu modellieren. Und genauso mache ich das bei vielen, vielen, vielen anderen Sachen. Macht ihr das bei Finanzthemen? Ich mache das jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Edelmetalle, dass ich sage, ich habe jetzt noch kein Wissen über Edelmetalle. Also was mache ich? Ich lästere nicht über die FAZ oder schiebe es irgendwelchen Reichen in die Schuhe, dass ich nicht aus dem Arsch komme, sondern ich gehe zu finanztipp.de und lese mir dort Artikel durch über den Kauf von physischem Gold. Und danach weiß ich, wo ich mein Gold kaufe und kaufe mir das Gold. Genauso mache ich das, wenn ich irgendwie Schach lernen will. Hatte ich ja vor einem Jahr genau angefangen, Schach zu lernen. Und ich war eine absolute Niete. Ich konnte gar nichts im Schach. Und ich habe dann angefangen, Bullet-Schach und Blitzschach zu spielen. Mehr zu spielen, zu spielen, zu spielen. Und ich bin nicht wirklich, am Anfang ein bisschen, dann aber nicht wirklich besser geworden. Also was habe ich dann gemacht? Mehr Informationen aufgenommen, YouTube-Videos geschaut von Hikaru Nakamura, von Eric Hansen, von Danny Rensch, von Magnus Carlsen, wie sie alle heißen, und habe mehr gespielt, habe den Computer analysieren lassen, meine Spiele, um zu gucken, wo sind meine Fehler. Und jetzt, ein Jahr später, bin ich immerhin beim Bullet-Schach schon auf 1560. Das Niveau kann ich gerade so aktuell halten, im Blitzschach auch so bei 1500. Und das ist natürlich jetzt noch nicht oberstes Vereinsniveau, aber es ist eben auch nicht mehr ganz Hobbyniveau unten, sondern schon besser geworden. Und damit will ich jetzt nicht zeigen,
wow, guckt mal her, wie toll ich bin, sondern einfach nur zeigen, wenn man was verflucht doch mal erreichen will, dann guckt man, welche Informationen brauche ich, fängt an, umzusetzen und das war's. Das ist kein Hexenwerk, das kann jede Sau. Aber viele Menschen, die da kommentieren und viele andere Menschen auch, die da gar nicht mit sich beschäftigen, sind einfach nur Kinder im Finanzbereich. Das ist so schade, weil ich meine, wo kommt dieser Frust her, dass wenn ich lese, dass irgendjemand damit erfolgreicher ist, dass ich dann irgendwie versuche, mein Ressentiment oder meinen ganzen Groll, den ich gegen wahrscheinlich mich selbst eigentlich nur habe, rauslasse, um dann zu sagen, oh, alles Abschneider, wir müssen mehr umverteilen, das sind alles Bastarde, die zahlen keine Steuern und weiß was ich alles. So, und das ist im Endeffekt der Punkt, dass die meisten Leute hier ihren Becher im Finanzbereich nicht geleert haben. Und deswegen ist auch das, was großspurig überall immer gefordert wird, mehr Finanzwissen und so weiter, mehr Finanzwissen, nicht ausreichend und nicht der richtige Weg. Weil, guckt euch das Intro nochmal an, die Leute haben ja schon irgendetwas, was sie glauben zu wissen. Und wenn ihr da jetzt das Finanzwissen obendrauf kippt, von wegen, so lässt du den Zinseszins für dich arbeiten, so machst du das und so weiter, dann wird ihr Glas das nicht können. Sie müssen erstmal dieses Glas leeren. Und das machen halt einfach viele Leute nicht. Dass sie einfach sagen, oh nee, das ist aber einfach ungerecht, wie das zuläuft. Und Aktien sind ja nur ein Glücksspiel, habe ich hier gelesen im Handelsblatt von diesem Kevin Kühnert, diesem Vollhorst. Wirklich, das ist wirklich ein Vollhorst. Kevin Kühnert von den Jungen Sozialisten, falls irgendjemand dir dieses Video zeigt, du bist ein Vollhorst, dass du den Leuten in Deutschland einredest, dass Aktien für die Altersvorsorge ein reines Glücksspiel ist. Du bist einfach nur ein Vollhorst. Und jeder weiß es, der sich halbwegs mit Aktien auskennt, dass das, was du machst, einfach das Vermögen von vielen Leuten zerstört, bevor es überhaupt anfängt zu wachsen. Ja? Also lass die Scheiße und lies dir mal Basic Economics durch, statt Karl Marx. Das regt mich richtig auf, dieser Schwachsinn. Ja? So, das heißt, du musst erstmal diesen Becher leeren. Da mache ich mir zum Glück über die Zuschauer dieses Kanals überhaupt keine Sorgen mehr, weil allein, dass ihr euch eigenverantwortlich über YouTube hier informiert, zeigt ja schon, dass ihr vorher euren Becher geleert habt und angefangen habt, euch dann mit neuen Informationen richtig aufzusaugen. Und genauso habe ich das beim Schach oder jetzt bei Edelmetallen und so weiter auch gemacht. Erstmal das, was ich glaube zu wissen, alles fallen gelassen und erstmal geguckt, was kann ich jetzt an neuen Informationen hier aufnehmen. Aber der Punkt ist einfach der, und ich glaube, es ist einfach eine tief sitzende Angst und ein tief sitzender Zorn auf sich selbst, den Leute hier haben in dem Bereich. Ich habe da wirklich eine Weile drüber nachgedacht, dass man, weil du hast einfach Angst davor, Verantwortung zu übernehmen. Und zwar, weil es könnte ja sein, dass wenn du tatsächlich anfängst, selbst Dinge zu modellieren, selbst Dinge nachzumachen, selbst Dinge umzusetzen und dann erfolgreich zu werden, dass es tatsächlich funktioniert. Und ich glaube, viele Leute haben vor dieser Verantwortung, dass sie eventuell hierfür tatsächlich einen Einfluss haben, davor haben sie, glaube ich, einfach Schiss. Oder sie sind auf irgendeine Art und Weise so wütend auf sich selbst, dass sie irgendwie damit nicht klarkommen. Aber so ansonsten kann ich mir diese unfassbare Irrationalität da zu diesem Thema nicht erklären. Das heißt, man muss natürlich, wenn man den Becher nicht leert, dann hat man schon, bevor man den ersten Schritt überhaupt gemacht hat, schon verloren. Okay? Wenn ich jetzt irgendwas sage, wie zum Beispiel Kevin Kühnert oder wie du heißt, du bist ein Vollhorst, dann werden jetzt viele Leute sagen, du bist ein arroganter Penner, du mit deinen scheiß Aktien, bla bla bla, und werden durch diese Assoziation sich wahrscheinlich nicht mehr mit dem Thema Aktien beschäftigen, weil sie dann sagen, wenn ich mich mit Aktien beschäftige, dann werde ich ein arroganter Vollhorst, und dann haben sie sich selbst schon, bevor sie die Reise angefangen haben, den ersten Schritt zur Altersvorsorge, zu Vermögensaufbau, zur Freiheit und so weiter verbaut. Ist natürlich schade in meinen Augen. Und der zweite Punkt ist auch der, der auch mindsetmäßig vorherrscht, ist, dass wir auch den Becher in Bezug auf Risiko leeren müssen. Es kann nicht sein, dass ich die Einstellung habe, dass, okay, ich sehe ein, dass ich was machen muss, und dann gehe ich los, mache den ersten Schritt und dann mache ich den, und es gibt aber einen Verlust, dass ich dann wieder anfange, in alte Denkstrukturen zurückzuverfallen und zu sagen, ja, da ist jetzt der schuld.
der YouTuber hat die und die Aktie empfohlen, ja, der Bankberater hat da und da den Fehler gemacht und dann auf einmal wieder die Verantwortung abgeben. Nee, ich muss natürlich diese Verantwortung einmal übernommen, dann auch beibehalten, okay? Und kann dann nicht anfangen zu sagen, ja, das Investment ging den Bach runter, ich verklage jetzt die ganzen Aktiengesellschaften und so weiter. Das ist so häufig der Ansatz. Irgendwas funktioniert nicht so, wie sozusagen 9%, 10% Rendite und dann, sobald es mal nicht klappt, will man irgendwie den Emittenten verklagen. Ja, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich guck in die P2P-Gruppe rein und da sehe ich, wie die ganzen Leute sich aufregen, dass bei Mintos es nicht mehr so hohe Zinsen gibt wie noch damals. Ja, also Angebot und Nachfrage, Leute. Ja, wenn halt immer mehr und mehr Leute da investieren und es nicht mehr genug Nachfrage nach Krediten gibt auf der Kreditnehmerseite, dann ist doch klar, dass irgendwann die Zinsen auch mal fallen werden. Das ist ganz normale Marktwirtschaft. Da kann ich mich doch nicht hinstellen und sagen, es ist eine Unverschämtheit, dass jetzt die Rendite nur noch einstellig ist. Also nein, sorry, das ist keine Verantwortung und deswegen muss man da unbedingt dran arbeiten. Und was habe ich mir noch aufgeschrieben über diesen Punkt? Und zwar, wir müssen auch unseren Becher lernen allgemein in der ganzen Gesellschaft, wie wir eigentlich mit Verlust und diesem Wort und so weiter damit umgehen. Wir müssen aufhören, Leute, die irgendwas probiert haben und dann gescheitert sind oder in Investitionen, die nicht geklappt hat, zu brandmarken oder irgendwie niederzumachen. Kein Börsianer auf der ganzen Welt, weder ein Peter Lynch noch ein Warren Buffett und wie sie alle heißen, ist fehlerfrei. Alle von denen haben auf ihrem Weg Fehler gemacht. Es ist vollkommen normal. Okay? Ich habe 20.000 Euro mal in Sand gesetzt, als ich mit Nahrungsergänzungen und so weiter eigene Produkte machen wollte damals. 20.000 Euro. Ich habe mit Aurelius, was ist da pleite, 4.000 Euro oder so in Sand gesetzt. Ja? Auch jetzt sind einige Aktien fett im Minus und so. Und na und? Ist mir doch scheißegal. Ja? So what? Dann ist die Kohle eben weg. Dann stehe ich am nächsten Tag wieder auf und mache die nächste Investition und lerne aus den Fehlern und wiederhole sie nicht allzu oft. Dann habe ich genug Gewinneraktien und genug Projekte, die immer noch funktionieren. Ja, bei YouTube. Manche Sachen klappen nicht so gut. So what? Und wenn ich eine Sache nicht hasse, dann sind es die Leute, die anderen dann niederreden wollen, weil sie was versucht haben und ihnen dann sagen, habe ich es dir doch gesagt, ich bin so toll, ich bin so ein kleiner Spast eigentlich, der die ganze Zeit auf meinem faulen Arsch sitzt und sich nicht traut, irgendwas zu machen und dann aber sich sozusagen das Recht rausnimmt, über andere zu urteilen, ja? Oder die Leute, die dann immer sagen, so, ach, der Jonathan oder die anderen da in dieser Gruppe, da, die sind doch alle noch viel zu jung, um irgendwie mitreden zu können und weiß was ich. So immer so dieses, der eine hat irgendeinen Fehler gemacht, habe ich es dir doch gesagt, du bist doch viel zu jung noch, du kannst es noch alles gar nicht und du hast auch noch nicht mal Kinder und so. Alter, halt doch die Fresse und fang selber an zu handeln, ist da meine Antwort drauf. Ja? Und deswegen an dieser Stelle, alle ganz entspannt bleiben, auch ich. Ich muss mal wieder ein bisschen weniger Ausdrücke benutzen hier, aber manchmal muss man einfach auf den Tisch schauen, was das anbetrifft. Ja, also wir müssen eine Sache Folgendes lernen. Wir müssen unseren Becher lernen, wenn wir uns mit Finanzen beschäftigen wollen. Also diesen ganzen alten Konventionsquatsch, den wir mal irgendwo nicht gelernt haben oder gelernt haben, vergessen und anfangen, durch Modellierung von erfolgreichen Persönlichkeiten neue Informationen aufzunehmen. Ja, also der Karate-Tiger Jason, ja, der hat eben von Lee Daguerre Karate gelernt, ja, und nicht von Fatty Scott. Ein Bruce Lee Freak. Genau, was wir hier brauchten. Das fehlte mir noch. Aus dem Film. Ja, Fatty Scott müsst ihr auch kennen aus dem Film, ja. Und deswegen sucht euch nicht den Fatty Scott, wenn ihr Karate lernen wollt. Den Fatty Scott, den könnt ihr nur gebrauchen, wenn ihr mal einen Hamburger umsonst haben wollt. Ja? Aber ansonsten modelliert von den richtigen Leuten ist meine Empfehlung. So mache ich das jedenfalls und damit klappt es dann auch logischerweise bei nicht immer, aber bei den mehr als 50% der Fälle. Und als nächstes die Eigenverantwortung nicht nur am Anfang übernehmen, weil es toll klingt, und um sich gut zu fühlen, sondern auch auf dem Weg dahin und nicht wieder dann in alte Muster verfallen. Und als letztes lernen, mit Verlust umzugehen und nicht Verluste brandmarken, sondern als Teil des Ganzen annehmen. Natürlich versuchen zu vermeiden, aber wenn es passiert, einfach am nächsten Tag wieder aufstehen. Und ich glaub mir eins, Leute, ich war gerade hier beim Arzt, ja, ich bin hier in der Klinik Mallorca und ich war gerade hier bei dem Dr. Kamp, ein sehr, sehr, sehr kompetenter Arzt. Und haben wir auch übrigens über YouTube kurz geredet. Und der hat meine Eier untersucht. Ja? Mit Ultraschallgerät hat er alles abgetastet. Und
rausgefunden, dass dem Hoden geht es richtig gut, deswegen geht es mir auch gut. Ja? Und das sind die wichtigen Sachen im Leben. Und wenn ich jetzt irgendwie ein paar Aktien mal verliere, ein paar 100 Euro da weg sind oder so, dann ist das nichts, ja? Nichts, was ich nicht irgendwie durch harte Arbeit, durch Fleiß und neue Investitionen wieder gut machen kann. Es gibt so viele andere Dinge im Leben, die viel wichtiger sind. Und deswegen niemals auf den schauen, der bei irgendetwas Misserfolg hatte und ihn auslachen oder so, ja? Sondern eher den angehen, der nichts macht und über andere dann urteilt, ja? Der sozusagen nur im Publikum sitzt und kein Skin in the Game hat, wie das Hörbuch von Nassim Taleb, das neue. Jetzt war es das aber genug philosophiert für heute. Noch zwei wichtige Ankündigungen. Erstens, ich freue mich riesig auf die Studenten der HFF in München, der Filmhochschule. Ich werde nämlich Ende Oktober zu euch kommen, zwei Tage, und ein bisschen über YouTube sprechen und über Aktien und so. Da freue ich mich richtig drauf. Und die andere wichtige Ankündigung, nächsten Freitag ist ja unser Börsenevent in Stuttgart, was jährlich stattfindet und alle natürlich auch, die in unserer Gruppe sind, ausreichend früh mitbekommen haben. Leider sind dort immer nur die Plätze auf 100 begrenzt, aber wir haben schon Ausgleich geschaffen. Und zwar im November ist ein fettes Community-Event mit Jonathan in Stuttgart geplant, zusammen mit der Bechtle AG. Das steht in keinerlei Sponsoring oder sonstigen Vertrag oder so, sondern einfach nur, wir haben viele Unternehmen angeschrieben wegen Community-Event und die haben uns halt geantwortet, die waren halt freundlich und da könnt ihr euch kostenlos anmelden. Ich hau einen Link in die Videobeschreibung unten rein. Und was wird dort sein? Ihr könnt euch das Ganze mal angucken auf Jonathans Seite. Es wird ein geiler Abend. Wir werden einfach nur Fragen stellen können an die Bechtle AG. Die werden ihr Unternehmen natürlich vorstellen, ist ja vollkommen legitim. Und dann werden wir einfach mal sehen, wie sieht so ein Unternehmen eigentlich von innen aus. Und ihr könnt dann Fragen stellen und wir können danach noch ein Bierchen trinken. Und alles ist natürlich für euch kostenlos, außer natürlich die Verpflegung. Die müsst ihr dann selber zahlen. Aber ansonsten habt ihr keinerlei Kosten. Es dient einfach nur dazu, dass wir einfach gemeinsam in Stuttgart mal uns treffen und austauschen und gemeinsam unsere Becher leeren hier oben. Jetzt habe ich genug gelabert für heute. Ich bin raus. Kolja samt seiner Hoden meldet sich ab.